Oh oh. Das sieht nicht gut aus für mich. The APC is destroyed. Ja, bei mir sieht es aber auch nicht so gut aus hier. Hallo zusammen, Crispy hier. Willkommen zu Mission Nummer 7 der Kampagne Mad für den Huey hier in DCS World. Und wir fliegen heute die Mission Battle for Lar. Ja. Es sieht wohl so aus, als würden sich die Kräfte im Iran, die gegen die aktuelle Regierung da putschen wollen und Demokratie nach amerikanischem Vorbild einführen wollen, die greifen weiter zu den Waffen, führen hier Krieg gegen gegen den Iran, und wir unterstützen in dem Falle hier den Iran gegen diese Kräfte, die wiederum ihrer Seite von den Amerikanern unterstützt werden, zumindest inoffiziell mit CIA und so weiter. Und ja, unsere Mission heute, wir werden hier starten in Barak, dann fliegen wir Richtung Norden auf 4000 Fuß Höhe. Ich dachte mir, wow, 4000 Fuß, das ist aber ganz schön hoch. Aber ich sehe, dass hier zwischendurch die Berge auch 4000, 5000 Fuß hoch sind. Also wir starten schon auf 3000. Also so sehr hoch ist das gar nicht. Und wir fliegen dann hier nach Richtung Norden. Da werden wir die RTT Specialists abladen. Ich bin mir nicht sicher, wofür das steht. Aber wir haben davon wohl 5 an Bord. Die laden wir hier dann ab. Ich denke, ja, Wegpunkt 1, da wo so ein Haufen LKWs rumstehen. Das ist unsere Basis, wo wir starten. Und dann fliegen wir weiter zum Wegpunkt Nummer 2, der dann so aussieht. Und hier geben wir irgendwie Feuerschutz für Truppen, die wir da abladen, weil hier auch irgendwie wohl die Front ist. Wir haben dabei Hydras, 19 Stück. Und wir haben dabei Machine Guns, aber nur auf der linken Seite. Das heißt, zumindest ein bisschen Bewaffnung haben wir. Mal gucken, wie das so läuft. Letzten Mal, ich erzähle ja immer, wie schlecht ich bin darin, mit den Hydras irgendwas zu treffen, also mit den Raketen, weil ich das nicht raus habe im Huey, wie ich damit präzise schieße. Aber bisher in jeder Mission, wo ich das vorher angekündigt habe, wie schwer das ist, hat es anschließend ganz gut geklappt. Vielleicht habe ich ja Glück und heute läuft das genauso. Und ja, dann mal gucken, was uns hier erwartet. Oh nein, es ist Nacht. 6.50 Uhr, Tatsache. Uah. Auf dem Bild ist es so schön hell. Vielleicht ist es ja hell, wenn wir da ankommen. Ui. Checklist complete. Prepare for startup. Das ist Sonnenaufgang. Ready for startup. HP LAR Frequency. 127.350 MHz. Iranian CP on MI8KP. Encrypted comms. 251.500 MHz. Combat unit Cobra comms. 127.350 MHz. Call sign Uzi. Roger, setting. So, dann. Radio set. Tunnel Lights, Anti-Collision Lights, request startup. Saxophone. 1-2, clear for startup. Surface wind 283 degrees at 5 meters per second. QSE 28.22. Runway elevation 2,636 feet. Takeoff at your discretion. Proceed as filed. 28.22 set. Takeoff at our discretion. Na, mal gucken. The 5 passengers from the RTT unit are on board. We'll drop them off at waypoint 1. Will we suppress enemy comms? Ach so. The main thing is that they don't overdo it and suppress our own comms. Ha, ich habe mich letzte Mal gewundert, in meiner Mission, warum ich hier so Schwierigkeiten hatte mit dem Schubhebel. Aber ich habe hier festgestellt, ich habe hier an meinem
Joystick noch im Control dafür. 224 kHz. Roger, NDB 224 kHz. Commander, heading directly to the north. Take into account the magnetic declination. Mhm. Directly to the north. Wir haben auch ein Heading directly north. Na denn. Gucken wir mal, ob wir das finden. Im Notfall haben wir ja hier unser Kneeboard. The clouds are so low today. Maybe it'll finally rain around here. Yeah, maybe personally for you, Vidya. I don't mind. Moment, Moment, Moment. So kann ich nicht starten. Das ist hier viel zu hell. So ist das besser. Und mein Höhenmesser habe ich vergessen. Prepare for takeoff. Ready for takeoff. Das Arm, das Safe. Takeoff heading 90 degrees, climb to 4000 feet. Setting we'll auf wait for the other aircraft to form up and fly in formation to waypoint 1. Eine Rakete. Achso, da die MIA-8 sind mit uns unterwegs. Wir sind ordentlich schwer beladen. Kurz aufpassen, dass ich hier nicht gegenkomme. So, wie sieht's denn aus? Können wir los oder? Ich drehe mal kurz eine Runde. Gucken, ob die anderen auch so weit sind. Ansonsten können wir aber auf jeden Fall das Landelicht hier. Saxophone 1-2, we are airborne, orbiting and climbing to 4000 feet. 1-2, maintain 4000 feet QNH and contact Zargam on 251.500 MHz. Saxophone 1-2, roger that, maintaining 4000 QNH and contacting Zargam. The Americans control Siri and Abu Musa Islands. The whole country split in two. I hope they don't use nuclear weapons. That'll be a disaster for everyone. Das stimmt wohl. Habe ich denn meine Minigun da wirklich dabei heute, oder? Ja, Tatsache. Da starten auch die anderen Helis. Ich muss mal andersrum in Orbit fliegen. Dann kann ich das nämlich aus meinem rechten Fenster auch beobachten, was da vor sich geht. Nur 4000 Fuß haben wir nämlich jetzt mittlerweile schon. Hier oben können wir schon mal den Schalter auch anmachen, damit ich ihn nachher nicht vergesse. 845, Roger. Oh, da unten sind die anderen vier. Friedrichs ist in die Richtung.
Oder mit wem soll ich mich dann hier... Mit wem soll ich hier Informationen fliegen? Na, ich denke, ich muss dann mit den Kollegen zusammen mich auf den Weg machen. Geben wir mal ein bisschen mehr Gas. Und sehen dann mal zu, dass wir mit denen zusammen gleich fliegen. Bisschen tiefer, dass wir hier unter den Wolken bleiben. Ja, Time on Target, alles klar. So, die haben da ihre Außenbeleuchtung ausgeschaltet, dann machen wir das mal auch. Das aus, das aus. Warming up, rechte Seite. Ja, haben wir 4 Cobras als Eskorte. Und 2 MI-8, die hier mit uns zusammen Truppen dann abladen. So wie es aussieht. Nur ein bisschen gucken, dass wir hier in der Nähe bleiben. Und man merkt, es wird schnell heller. Das ist schon mal viel wert. Dass wir hier nicht im Dunkeln fliegen müssen. Ein bisschen Angst, dass ich hier in den anderen Helikopter reinfliege. Bin mir nicht sicher, ob der mir ausweichen würde. Oh, interessantes Manöver. Oh, okay. Dann Max Speed.
845 from 12. 1-2 receiving. Over. Orlovsky, why is your co-pilot so tense? What have you done to scare him? It's your forming up on the left that's bothering him. Sokolov, I don't see any reason to have a laugh. Well, why are you so sad, Victor? Come on, cheer up. You need to read some of the newspapers. Bring good news. The Northern Fleet sailing towards us. Isn't that a reason to be happy? Approaching the rendezvous point. Yep. I see a flare. Yep. I've identified the unit. It's RTT. Yep, da stehen sie. Ja. Na denn. Sehen wir mal zu, dass wir da gleich landen. 845, break formation and orbit over waypoint 1. Roger, 845, orbit over waypoint 1. Genau, wir sind verdammt schnell. Landing heading 280 degrees. Prepare for landing. Ready for landing. Fine, we're landing. Nein, wir landen. Gut. Machen wir einfach mal. Hoffentlich ohne abzuschmieren. Also dieses Abbremsen durch eine scharfe Kurve fliegen, das habe ich noch nicht so raus. Da will ich jedes Mal in der Versuchung mich in den Boden zu bohren. Oh, hier sieht es doch ganz gut aus. Da stehen ja noch alle versammelt. Alle einsteigen, bitte. Everybody out. Ach nee, aussteigen, nicht einsteigen. Okay. Well, Commander, that's us 500 kilograms lighter. Good news. Disembarking over. Compartment empty. Now we'll fly straight into the fire. Recheck the weapons. Ready to go. Okay, let's go. Proceed to heading 322. 322. One, two from 845. Receiving, over. 1-2 is airborne. 845, form up on the left. 845, 12. Roger, we have visual contact. Forming up on the left. Na denn. Ja, funktioniert. Es hat sich ein Schuss gelöst. 845, Roger. Jo, da ist er. Na, mal gucken, was uns hier gleich Schönes erwartet. Observing enemy armored vehicles traveling on heading 315. The vehicles are
location targets. Have it down with Whiskey. Roger. Clear to engage targets. Das sieht ja schon nach dem Schlachtfeld aus da. Wo ist denn mein Mauszeiger? Nicht zu hoch kommen. So, und wo muss ich jetzt genau hin? Commander, I can see some buses and infantry on the high ground. What kind of buses? Armed people in military uniform. They're using a BTR-80 APC for cover. Das hilft nichts mehr. Zagram 1-2, I see buses rear of the front line to the southeast. Can you identify them? Ich sehe die Busse nicht. They are comrades in arm from the IRGC. 1-2, roger that. So, looks like the party's begun. Signal smoke from the checkpoint. Yep. I can see the smoke. Yep. 845, break formation, proceed with landing. So, Kollege landet, wir geben Deckung. Machen wir ein bisschen langsamer. Da hinten geht's gut ab. Hast du das gesehen da? Uiuiui. Was sind da hinten die leuchtenden Punkte da? Das sind die anderen Helikopter. Ob die hauen dann gerade gut dazwischen. Ich fliege wie immer in die falsche Richtung, mein Orbit. Ein Kollege ist am Landen. 12, do you remember where the buses are? Yes, I remember. They're enemy saboteurs. The guys asked us to give them a good going over. Zagram confirmed that they're on our side. Ich hab die Busse auch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Wo ist denn? 845, on the ground. Drop the new way team. RTT intercepted the comms. The saboteurs are coming in our direction. Roger that. Engaging targets. 1-2 Zargam, destroy the targets. It looks like our unit has been annihilated. They are enemies. I repeat, you are clear to destroy them. 1-2, proceed. I see the target. Infantry, under the cover of the BTR-80. Jupp, ja. Okay. Roger. Raketen sind scharf. 12, there's an APC waiting to ambush them. When they come closer, I'll bury a lot of them. Roger, I'll keep my distance and engage from long range. 845, this is 1-2. Stay on the ground while we're hitting the infantry. 12, roger. Advise takeoff. The away team is taking defensive positions. Oh, mal gucken, ob wir den treffen. Anton, it's over. They're all down. Okay. Raketen, haben wir noch ein paar dabei, oder? Das fehlt mir hier, die Anzeige für Raketen, die ich noch habe. Ich würde sagen, gar keine. Ne, doch, die Hälfte habe ich noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 oder so haben wir noch. Könnten noch mal probieren, den BTA zu holen.
Wo ist der? Da ist er. Den Bus habe ich, aber den Schützenpanzer nicht. Oh oh, das sieht nicht gut aus für mich. Ja, bei mir sieht es aber auch nicht so gut aus hier. Ich würde sagen, das ist alles destroyed, oder? Ist da noch irgendwas? Nö. Unser Posten da vorne ist aber auch gerade gut getroffen worden. Generell ist hier gerade Feuerwehr. It's fucking apocalypse. Let's get away, Commander. Get away. What is that, carpet bombing? Ja, so sieht das aus. Unwanted gifts from the Persian Gulf, damn it. Heading to LAR, 180 degrees. 180, oh, mein Höhenmesser. Mein künstlicher Horizont ist ausgefallen, sehe ich gerade. Gucken. Der Inverter. Ah, der Spare Inverter funktioniert auch nicht mehr. Okay. Mein Kompass ist auch ausgefallen. Okay. Habe ich noch einen Ersatzkompass irgendwo? Ah, ich habe die Karte. Die Richtung wird es einigermaßen sein. Ja, haben wir gut was mit abbekommen hier. Aber noch fliegen wir. Und gucken, ob wir es heil bis zurück schaffen. Ja, das ist wieder mein Kollege. Geschwindigkeitsanzeige ist auch ausgefallen. Zum Glück habe ich hier das Variometer noch. Weil ohne das wäre es auch echt blöd zum Landen nachher. Ja, sieht man ganz gut, dass ich ein paar neue Luftlöcher gekriegt habe. Ein bisschen weiter nach links müssen wir. Was war das? Klingt nach einem Kampfjet. Are we on our own? Yeah, do you think Zargum really cares about you? And they still want your help after. We're heading to LAR. Commander, heading 180. We're heading south. Distance 26. Ja, das mit dem Heading 180 ist ein bisschen schwierig. Aber es müsste theoretisch genau auf der anderen Seite von diesen Bergen sein, die wir da vor uns zu sehen sind. Wenn ich mich nicht täusche. Da hinten fliegt irgendwas. Wir müssen weiter nach links. Kollege, nicht in mich reinfliegen, ja? Ja, die Richtung sieht gut aus. Na, was macht der da draus? Okay.
jetzt auch geschafft. Ne, sehe ich unsere Basis aber noch nicht. Vielleicht noch eine Hügelkette weiter. Habe ich mich erschrocken. Alter Schwede, was war das denn? MiG-29. Boah, der Kollege ist schnell unterwegs. Weiter links. Such gerade, wo wir hin müssen. Das ist natürlich ohne Kompass ein echtes Gesuche hier. Aber ich denke, das wird schon gut gehen. Ich meine, wir sind immer noch in der Luft. Treibstoff habe ich noch genug, so wie es aussieht. Außer, dass mein Inverter ausgefallen ist. Auch keine anderen Fehlermeldungen. Das ist doch schon mal ganz vielversprechend. So, jetzt müssen wir aber deutlich weiter nach links, wie es aussieht. Mitchell, why are you so pale? We're alive. Did the cruise missile attack frighten you? Thank God we live, Commander. I can't understand why the Iranian ADF performed so badly. The missile flew along half the country. Commander, I don't want to die here. I want to retire. Oh, my friend, you're in deep shock. What about your house building in Galenzig? Where else can you earn that amount of money? Life is worth more than money, Anton. Something tells me it's about time to get out of here before it's too late. Na, na, na. Das klingt ja fast nach Meuterei. Ach, Fahnenflucht. Meuterei ist das falsche Wort. Fahnenflucht. So, aber wir haben es zurückgeschafft, so wie es aussieht. Gucken, wo unser Landeplatz ist. Ja, bin er auch. Na, dann machen wir auch mal ein bisschen langsamer. Da sind noch zwei Jets, die hier gerade gelandet sind. Landing heading 02 degrees. Ready for landing.
Commander, our technician Sergei fired a green smoke bomb. Use it as a landmark. Nope. Yeah, Sergei's a good boy. He cares for his comrades in arms. Und wir wollen dann mit der Nase in den Rauch quasi landen, dass wir gegen den Wind landen. Ja, da sind auch die ganzen anderen Kobras. Dann landen wir mal ein Stückchen links von dem grünen Rauch. Vor dem Kollegen hier mit den Warnwesten. Position is stable. Ich glaube, so ist gut. Two men were wrestling in me. One wanted to fight and the other the toilet. Both. Are you shitting me, Commander? I see you find the whole situation comical. Look, this is war. Smile. When the Russian army comes here in January, there's gonna be a lot more fun. Mhm. Der hat ja eine optimistische Einstellung dazu. Mission accomplished. Gut. Ganz schön laut, deswegen pausiere ich das mal, während ich mich bei euch verabschiede. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. War eine coole Mission, auch wenn ich, wie gesagt, so Bodenangriff mit ungelenkten Raketen, da bin ich einfach ein Fan von. Da bin ich nicht so gut drin. Aber am Ende hat es ja doch gerade so geklappt. Und wir konnten hier unser Missionsziel erreichen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne ein Like und hinterlasst mir einen Kommentar, wie die Mission bei euch lief, wenn ihr sie schon mal geflogen seid. Bei mir eigentlich ja ganz gut. Ich bin nur ein bisschen, ja, braucht ein bisschen Reparatur jetzt, glaube ich. Ansonsten, wenn ihr die nächste Mission nicht verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal auf YouTube. Und ansonsten, die meisten meiner Flüge finden auch live auf Twitch statt. Da könnt ihr mir auch gerne folgen, dann kriegt ihr das auch mit. Wenn ich live bin, dann könnt ihr vorbeischauen, da freue ich mich immer drauf. Und ansonsten würde ich sagen, macht euch noch einen wunderschönen restlichen guten Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr das gerade seht. Und bis zum nächsten Mal.